Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dawn of War 2. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, das astronomische Feld zu erobern. Leider wurde es zerstört, zum Leidwesen aller. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt hier mal um diese Tyranniden-Invasion. Zumindest schlagen wir sie zumindest ein bisschen zurück. Ich muss ja sagen, immer wenn es gegen Tyranniden geht, muss ich mich aufregen. Deshalb entschuldige ich mich jetzt schon mal im Vorfeld, falls dies der Fall sein sollte. Ich bin halt ein sehr impulsiver Mensch. Was das angeht. Und wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben die Hauptkreatur eines großen Schwarms entdeckt, Kommandant. Der Schwarmtyrant ist die wichtige Verbindung zwischen der Schwarmflotte im All und den Organismen auf der Oberfläche des Planeten. Die Eliminierung dieses Tyranten würde die Tyranniden-Streitkräfte vorübergehend in Unordnung bringen, wodurch sie zum Rückzug gezwungen wären. Dies sind die Schwachstellen, die sie ausnutzen müssen, wenn der Subsektor lange genug gehalten werden soll, damit die Ordensflotte eintreffen kann. Erledigen Sie diese Bestie. Tja, was bleibt mir da anderes zu sagen als Let's go! Ich habe Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe sogar sehr viel Angst, aber wir haben ja unsere neue Truppenkonstellation. Die werde ich jetzt ausnutzen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass Flammenwerfer gegen Tyranniden ganz gut sind. Gegen die Orks hat es super geklappt. Hoffen wir mal, dass es gegen die Orks, gegen die Tyranniden auch klappt. Oh, Filmsche. Totes Ork. Ja, der war nicht so gut drauf, würde ich sagen. Mal gerade gucken. Wir werden einen Dorn ins Herz des Schwarms treiben. Ja, natürlich. Gut, Habitus, aber der Tyrant wird nicht so leicht sterben. Macht euch kampfbereit. Wollt ihr mich verarschen? Direkten Carnifex? Direkten Carnifex? Ist das euer Ernst? Nein. Das gar nicht so geil. Ja, So. Ja. Der Carnifex. Wo müssen wir... Oh nein, bis nach da oben hin. Aber ich muss ja sagen, wir haben zumindest schon mal die ganzen Sachen hier. Das gibt uns einen kleinen Vorteil. Stimmt, wir haben gegen den Alien. Die Elder gehen. Ich verhaspel mich hier schon wieder. Wir haben gegen die... Natürlich! Ist das dein scheiß Ernst? Nee, jetzt mal ernsthaft, bitte. We stand together! Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ich habe jetzt schon derbe Probleme und wir sind nicht mal ein paar Meter weitergekommen. Das ist echt uncool. Krieg ich den One-Shot? Nein, krieg ich nicht. Leider. Hauptsache den... Natürlich. Haltet euch bereit, Brüder. Vielleicht sollten wir nicht den direkten Weg nehmen. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst, Milord. Tyranniden anwesend. Stärke wird eingeschätzt. Bitte und Dankeschön. Wir bringen Pakete. Wenn's gut werden muss. Ihr seid wachsam. Der Lictor muss weg.
Wir müssen uns bis nach da oben vorkämpfen. Das klingt leichter, als es in Wirklichkeit ist. Die Minen müssen weg. Ziel zerstört. Dankeschön. Ihr seid wachsam. Schieß. Dann ist der mit dem... Ich sag mal, Kolben schon mal weg. Die anderen können nur springen. Das ist mir scheißegal. Wir müssen behutsam vorgehen. Schön behutsam. Da kommen sie wieder. Da sind sie. Die Schweinehunde. Wir dürfen allerdings nicht... Ziel getötet. Nicht zu weit vorrücken. Sonst haben wir wieder die Arschkarte. Die A-Karte. Meine lieben Freunde, die A-Karte. Wir haben die A-Karte. Jetzt seid wach, wie du befehlst. Den da. Boah, ich liebe diesen Schuss. Der Schuss ist einfach nur fantastolös. Ich weiß, das Wort gibt es nicht. Ich habe es gerade erfunden. Jeder Deutschlehrer würde sich im Grab umdrehen. Ihr wollt mich also einkesseln. Ist das wahr? Nein. Eieiei. Steh auf, Mann. Feuer erwidert, Brüder. Wir haben die Bestie erlegt. Krieger, du gehst mir da auf das Nüsschen, ne? Jeder, der mir auf das Nüsschen geht, der hat es schwer. Fertig. Naja, fast fertig. Hä? Die schießen auf ihr eigenes Gebäude? Ach so, weil ich den Kommandanten gekillt habe. Stimmt, das macht die ja total wehrlos. Werden angegriffen. Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Wir müssen uns hochkämpfen. Stück für Stück dünnen wir den Schwarm aus. Boom. Na komm. Jetzt langt aber. Die Tyranniden sind getilgt. Natürlich trifft der volle Kanne ins Schwarze. Ja, nee, ist klar, ne? Wie hier alles in Schutt und Asche ist. Will man denn da das Ding bitte schaffen? Könnt ihr mir das mal sagen? Wenn hier ein Schuss One-Hit... Erwidert das Feuer. Du nicht. Du nicht. Ah. Oh oh. Alter. Zieht euch zurück, Mann. Wo? Wieso kommt ihr jetzt alle Male zu mir? Könnt ihr mir das mal sagen? Lasst mich doch mal mit Ruhe. Boah, das nervt gerade so extrem. Ich habe keine Heal-Medics mehr. Das ist die beste Voraussetzung, um in den Bosskampf zu gehen, ne? Die beste Voraussetzung. Das ist echt schlimm. Ich hatte gehofft, es kommen weniger Panzer, aber es kommen immer mehr. Gehst nicht nach dahin. Ich will doch nur nach da oben. Das ist eine gute Stellung. Ja. Sehen wir ja. Aus der Luft. Abgefangen hier.
Habt ihr das hier sehen? Das war gekonnt. In der Luft gecatcht. Schon wieder Min. Und ein Liktor. Und ein Vector. Oder wie das Ding heißt. Haltet euch bereit, Brüder. Scouts. Auf mein Zeichen. Angriff. Ist das geil! Boah, das liebe ich so. Da kann man richtig fies mit sein. Warum soll ich mich um den Schwarm kümmern, wenn die sich gegenseitig zerfetzen? Na komm. Dann mach mal. Keine Gnade für die Fehlgeleiteten. Na, die Aliens können nicht mehr viele Fehler machen. Das ist ja das Ding. Stellung eingenommen, Kommandant. Ich muss mal gerade was gucken. Ich will was. Scheiße, da ist so ein Mistvieh. Hör den auf. Tyranniden-Einfall an meiner Position. Zeit zum Auftauchen. Ist das dein Ernst? Wirklich, ein Carnifex kommt jetzt hierher, nur weil ich gespäht bin. Ist das dein Ernst? Das kann doch nicht. Okay, das hilft nicht. Zack. Okay, das macht zu viel Damage. Too much Damage. Kite ihn. Oh, bitte, jetzt mach doch mal hin. Das ist nicht gut. Ich möchte es nochmal wiederholen. Das ist alles nicht gut. Scheiße, da unten sind noch mehr. Ich brauche aber die Medics. Sonst komme ich hier nicht vorwärts. Du musst leider sterben, mein Freund. Stirb für die gute Sache. Killt euch selber. Das ist eine gute Idee. Und fertig ist das Ei. Die Ressourcen gehören mir. Ich hätte mir... Von Anfang an hätte ich da runtergehen sollen. Und mir noch ein paar Medics mitnehmen sollen. Das ist jetzt kacke. Aber wir müssen jetzt damit leben. Ich habe keine andere Wahl. Könnte vielleicht da noch etwas sein? Das ist ein Chaos-Schrein. Ziele gesichtet. Na! Ey, das gibt es einfach nicht, ne? Ihr wollt mich echt verarschen. Wie viele Carnifex habt ihr denn hier noch versteckt? Oh. Warum nicht? Oh, Bananen. Avitus, willst du mich eigentlich verarschen? Boah, ist das ein Arsch, der Avitus manchmal. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, der Avitus will mich verarschen. Oh Gott. Auf zu dieser Position, Brüder. Nehmt eure Stellung nach. Zum Feind vorrücken, Brüder. Schieß. Eliminiert dieses Ziel. Ziel bestätigt. Boah, bitte killt ihn doch. Im Nahkampf gefangen. Unsere Brüder sterben. Ein Schuss. Des Feindes. Ach ja. Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube, dass... Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Das ist einfach nur... WTF. Na, wirklich. Also... Wer kam auf die Idee, hier so viele Carnifex einzubauen? Ich bitte euch. Gegen Panzer zu kämpfen, wenn du keine Panzer hast, macht keinen Spaß. Ist mal wirklich. Gegen Tyranniden zu kämpfen macht keinen Spaß. Jetzt mal wirklich. Ja.
denn jetzt? Hier ist die Tyrannenbestie. Endlich. Unterwegs zu den Ruinen. Natürlich hast du 60.000. Taktische Marine bleibt läuft bei dir. Erik, seid wachsam. Zum Angriff. Wir gucken mal, ob wir ihn vielleicht da rauslocken können. Er vergiftet den Boden. Schnell weg. Seid wachsam. Blech. So. Bereit machen, Brüder. Er vergiftet den Boden. Er vergiftet den Boden, meine Freunde. Den Boden. Den Boden. Na komm. Wir brauchen. Ich weiß, du willst es. Seid wachsam. Ist das dein Ernst? Du warst nicht mehr in Schussweite. Oh Gott. Brüder, wir gehen. Kommando neu positionieren. Seid wachsam. Nein, 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 nein. Das ist echt uncool. Ich hasse Bosse mit Ads. Das ist uncool. Jetzt seid wachsam. Na, komm du nur her. Du kriegst mich nicht. Probier dein Glück, mein Freund. Probier es mal. Seid wachsam. Jetzt ist natürlich die Frage, was schneller gewesen wäre. Scout-Trupp bereit für Befehle. Die Giftwolke hat sich verzogen, verzogen, Deckung, meine Brüder. Freunde. Jetzt können wir wieder reingehen. Ich hoffe, dieser Boden macht keinen Schaden. Ziel bestätigt. Jetzt sagen. Stück für Stück Xeno anvisiert. Er greift an. Bewegung. Oh oh. Entlang, Brüder. Der trifft meinen Cyrus, oder? Nee, doch nicht. Aber mich. Scouts hier. Einer von uns ist gestorben. Dafür muss der Feind bezahlen. Oh. Werden angegriffen. Richtet euren Zorn neu aus. Oh oh. Das ist unfair. Das ist echt unfair. Den weg doch. Wir werden angegriffen. Weg hier. Scheiße. Oh, jetzt reicht es mir. Er ist tot. Naja. Wir haben der Schwarmflotte tatsächlich Schaden zugefügt. Erstaunlich. Jetzt seid wir können uns. Das war jetzt Schwäche nicht erlauben, ganz oder? Wie geplant. Es gibt nur Krieg. Niemand kann den Kreuzzug der Rechtschaffenden aufhalten. Ja, ich würde sagen, das war doch mal eigentlich ganz gut, ne? Das war so klar, dass da wieder so wenig rauskommt. So unfair. Aber immerhin, wir sind Level up. Das ist doch schon mal schön, oder? Schön, schön. Kommandant, gute Neuigkeiten.
Ja, wir waren in der Lage, die letzten benötigten Stücke an genetischen Informationen zu isolieren. Wir sollten nun den primären Schwarm finden können. Erste Scans zeigen einen Schwarm auf Typhon, der genau passen könnte. Ich habe die Position des Schwarms auf Ihre Kartenanzeige hochgeladen. Meridian? Ist da was los? Nö, ist hier was los? Perfekte Genprobe führt zum Astronom. Perfekte. Das Problem ist, ich brauche keine mehr. Ich habe doch jetzt alle Genproben. Bringen Sie in den Schwarm zu Ende. Diese Vertiefung mit den Ranken überwachsen und voller Dämpfe. Nur ein paar Ruinen weisen auf die Versuche der Menschen hin, dort zu siedeln. Ein Tyrannidenschwarm lauert jetzt da drin. Ich würde sagen, da dass das die letzte Mission hier in diesem Sektor ist, würde ich die ganz gerne noch mitnehmen. Was machst du? Du machst schon ein bisschen Schaden, aber nicht genug. Wenn du mich fragst. Wenn man mich fragt, ja? Wenn man mich fragt. So, 64. Ich möchte gerne mit Leben haben. Leben ist für mich das A und O. Leben. Ich sterbe hier eindeutig noch zu oft. Wohlbemerkt. Höre wahrscheinlich heute sofort das Bewusstsein wieder zu erlangen, nachdem man außer Gefecht gesetzt wurde. Dabei regeneriert der Oberkommandierer seine Gesundheit und steigert für kurze Zeit Geschwindigkeit und Schaden. Das ist doch ganz nett. Ich glaube, das werde ich zuerst nehmen. Gewinnen Sie Gesundheit zurück, wenn Sie einen Gegner im Nahkampf töten. Das erinnert mich so ein bisschen an das Hack and Slay Warhammer. Vielleicht kennt es der ein oder andere noch. Ich glaube, das hatte ich ja auch mal eine Zeit lang auf meinem Kanal, bis ich gesagt habe, nö, mir reicht's, ich habe keinen Bock mehr. Weil das nicht ganz... Schaden bei Elder. Verringerte Schussfrequenz. Ah, Unterdrückung und Sperrfeuer. 140,25. Plus 30. Du verlierst aber wieder Gesundheit, ne? Das finde ich scheiße. Das finde ich sogar sehr scheiße. Energiefernkampf. Oh Mann, oh, das ist doch gerade. Zum Heulen ist das. Wartet mal, wenn ich das Ganze so mache. Das sollte ja, denke ich mir, mal ein bisschen was geändert haben. Wo ist denn jetzt das eine Ding, verdammte Kacke? Pro Treffer eine Chance von 40% plus 32 Schaden. Mein Freund. Du bist ja richtig interessant geworden. Wenn ich das mal so sagen darf. Moment. Genau, ich ah, ne, ist Stufe 5. Wir bräuchten etwas. Moment. Bevor ich hier jetzt wieder irgendeine Kacke mache. Ehre von Terra. Alter Schwede, die könnte ich gut gebrauchen. Minus 10% Genauigkeit. Gesundheit, Sichtweite, Schild der Rechtschaffenheit. Ich glaube, das ist das, was ich meinem einen Typen verpassen wollte. Ich hätte ganz gerne wirklich was mit Nahkampfschaden und Gesundheit. Widerstand gegen zurückgestoßen. Fernkampfschaden. Wir gehen hier jetzt mal so ein bisschen auf Risiko.
So. Allerdings würde ich sagen, war es das für heute. Ja. Wir sehen uns dann einfach morgen wieder, wenn es heißt Dawn of War 2 mit Safi. Bis denne!